Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander, schön schauen Sie bei uns rein. Wenn man von Mutationen redet, dann denkt man sofort an das Coronavirus. Mutationen sind nichts anderes als Veränderungen im Erbgut. Nur die passieren nicht nur in Viren, sondern auch in unseren eigenen Körperzellen. Und heute weiss man, dass viele Krankheiten auf Mutationen, also Veränderungen vom Erbgut, zurückzuführen sind. Nehmen wir das Beispiel Leukämie, Blutkrebs, und schauen auf die Geschichte von Jean-Pierre Pasch. Jean-Pierre Pasch auf seinem Lieblingsberg in Zürich. Der Unternehmer genießt die schönen Tage noch bewusster, vor allem seit er vor 15 Jahren an Blutkrebs erkrankt ist. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und auch ein realistischer Mensch. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich muss mich da durchbeissen und will mich durchbeissen. Und ich werde es auch überstehen. Und so ist mir dem Zeug auch angegangen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo grundsätzlich, dass man wissen muss, wenn man so eine Krankheit hat, dass man ja nicht den Kopf fallen lassen. Und das habe ich nie gemacht. Oder? Im Onkozentrum Zürich ist Professor Christoph Renner auf die Behandlung von Blutkrebs spezialisiert. Sowohl für die Diagnose als auch für die Therapie ist eine genetische Untersuchung heutzutage unerlässlich. Manchmal ist es eine genetische Veränderung, die ausreicht, dass Krebs entsteht, und manchmal sind es mehrere Veränderungen, die in gewisser Sequenz, Reihenfolge kommen. Und dann irgendwann wird aus einer normalen Zelle eine Vorläuferzelle von einer Tumorzelle. Und wenn dann noch weitere genetische Veränderungen kommen, dann entsteht das, was wir als Tumorzelle ansehen. Und Tumorzelle generell ist eine Zelle, die unkontrolliert sich teilt. Sodass also die Genetik eine sehr große Rolle spielt, weil es die Ursache für die Erkrankung ist. Bei Jean-Pierre Pasch bestätigte sich aufgrund bestimmter Genmutationen der Verdacht, dass er an CLL, das heißt chronische lymphatische Leukämie, erkrankt ist. Was bedeutet das? Was wir hier sehen mit dieser Untertasse, ist im Endeffekt ein querer Schnitt durch das Knochenmark eines jeden Menschen. Und im Knochenmark sitzen die normalen Blutzellen. Und wir haben sie versucht darzustellen mit den roten, den Blutkörperchen für den Sauerstofftransport. Die Plättchen sind die Blutplättchen, die die Blutgerinnung kontrollieren. Und Sie sehen zwei verschiedene Sorten an Abwehrzellen. Die durchsichtigen, das sind Fresszellen des Immunsystems. Und die blauen, das sind die für uns relevanten Zellen, das sind die sogenannten Lymphozyten. Und bei der CLL ist es so, dass diese Lymphozyten, die blauen Zellen, unkontrolliert sich vermehren. Man sieht, die blauen nehmen jetzt Überhand. Es ist kaum noch freier Platz vorhanden. Und das führt dann dazu, dass die normalen Zellen des Blutsystems, und hier sind es halt die durchsichtigen weißen, aber auch die roten, werden immer weniger. Der Patient spürt zum Beispiel, wenn er jetzt die Treppe hochgeht oder sich belastet, dass er mehr schnaufen muss, weil er weniger Sauerstoff im Blut hat. Es kommt zu weniger Blutplättchen, es kann also zu Blutungen kommen. Und weil die sonstigen intakten Abwehrzellen, die sogenannten Fresszellen, weniger werden, könnten auch erste Infekte auftreten. So weit muss es heute nicht kommen. Jean-Pierre Paschs Blutbild wird regelmäßig überwacht. Zudem weist die genetische Diagnostik den Therapieweg. Zu Beginn seiner Erkrankung war allerdings erst Chemotherapie möglich. Die Phase nach der Chemo ist zuerst mal knapp über 3 Jahre gegangen. Und ab dann sind die Blutwerte wieder schlechter geworden, rapide, schnell. Dann ist die zweite Phase gekommen, die zweite Chemobehandlung. Und die ist schon wesentlich kürzer gegangen, bis sie wieder schlechter geworden sind. Und dann ist die dritte gekommen, und die ist, leider hat die nur noch 6 Monate angehabt. Und glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt auch ein neues Medikament herum, das ich konnte probieren. Vor 25 Jahren hatten wir eigentlich nur sogenannte Chemotherapeutika. Und wenn Sie jetzt sich das anschauen und Sie stellen sich vor, Sie gehen mit Chemotherapie an diese Zellen ran, dann töten Sie die guten und die bösen Zellen. Sie können aber nicht wirklich unterscheiden.
Sie hoffen halt, dass die Blauen deutlich weniger werden, haben aber das Risiko, dass auch die paar Gesunden getroffen werden. Heutzutage ist das Zauberwort zielgerichtete Therapie. Sie versuchen, die gesunden Zellen auszuklammern, nicht noch zu schädigen, sondern mit bestimmten Immuntherapien oder sogenannten Kleinmolekülen die blauen Zellen so zu treffen, dass sie absterben. Und sie können mit der Immuntherapie von außen diese Leukämiezellen angreifen. Das sind sogenannte Antikörper. Man stellt sie häufig als Y-förmiges Molekül dar. Und sie binden jetzt von außen an den CLL-Zellen und führen dazu, dass sie zerstört werden. Und die zweite Gruppe an Molekülen sind die sogenannten Kleinmoleküle. Klein bedeutet auch, dass sie gut in die Zellen eindringen können und an sogenannten Schaltermolekülen ansetzen können. Damit wachsen diese Zellen nicht mehr, sterben ab und werden weniger. Also haben sie die Möglichkeit, von außen mit dem Immunsystem und von innen mit den sogenannten Inhibitoren gezielt diese blauen Zellen abzutöten. Jean-Pierre Pasch erhält diese Therapie seit 5 Jahren. Die neue Therapie, die Therapieform mit der Tablette, die wirkt sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe, seit ich das, die Medikamente habe, hervorragende Blutwerte. Von dem her kann ich mich auch nicht beklagen. Anfängliche Nebenwirkungen wie Krampferscheinungen oder leichte Blutergüsse betrachteten sowohl er als auch sein Arzt als tolerierbar. Herr Pasch, wie haben Sie eigentlich gemerkt, wo der gegangen ist? Ich habe gar nichts gemerkt. Das war eine reine Routineuntersuchung. Mhm. Also ein Jahrescheck. Und dort hat man den Blutwert, hat der Hausarzt gemeint, es sei etwas nicht ganz gut, das gefällt ihm nicht. Dann würde ich mich gerne zu einem Spezialisten überweisen. Also gar keine Symptome? Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Symptome. Nein. Das war wirklich ein Zufallsbefund. Und erst beim Untersuch, auch mit der Knochenmarksdiopsie, hat man dann festgestellt, dass ich eben die CLL habe. Mhm. Ja, und dann ist es aber noch 3 Jahre gegangen bis zur ersten Behandlung. Und in dieser Zwischenphase, zwischen der ersten Feststellung bis zur Chemo, hat man dann schon die typischen Symptome gehabt. Das ist ja so. Dann sind Sie dann langsam gekommen. Und die Symptome, die sind nämlich sehr unspezifisch. Müdigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, mhm, Fieber. Wäre das etwas typisch für Blutkrebs? In der Summe schon, aber häufig ist es so, ich meine, viele von uns haben mal eins von diesen Symptomen. Aber wenn alles gehäuft auftritt und über längere Zeit und bei dem Nachtschweiß kommen viele in die Sprechstunde, die sagen, ja, ich habe Nachtschweiß. Und dann ist die erste Frage von mir, ja, wechseln Sie auch den Pyjama? Ja. Nein, nein, das ist nur ein bisschen, sage ich, dann ist es das in der Regel nicht. Also man muss schon ein bisschen nachfragen. Und Gewichtsverlust, es sollten 10% in den letzten 6 Monaten. Also man versucht so ein bisschen rauszufinden, ist das ein echtes Symptom oder eher etwas anderes. Mhm. Aber ist schwierig. Was sind denn die Ursachen? Ja, jetzt für die Symptome weiß man es gar nicht genau. Das ist eine ganz spannende Frage. Warum kommt es eigentlich zu diesen Fiebern? Es sind Botenstoffe im Körper, wie eigentlich ja auch bei einer Grippe kriegt man ja auch Fieber und Fieberschübe. Also, aber warum die Krankheit, gerade diese Lympherkrankungen und Leukämien, das so häufig auslösen, das weiß man gar nicht genau. Mhm. Jetzt haben Sie ja ein paar verschiedene Therapien müssen machen. Verliert man da nicht die Hoffnung? Darf man nicht. Man muss einfach positiv denken und immer davon ausgehen, dass es eine Lösung gibt. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und Sie nehmen das auch wirklich gut an. Ist das normal auch im Verlauf, dass man immer wieder Therapien wechseln muss? Ja, das ist eigentlich bei der Erkrankung sehr typisch. Und das wirklich Typische, ohne dass wir das ja vorher so wirklich besprochen haben, ist, was er gesagt hat, die Abstände zwischen den Therapien auf die klassischen Formen werden immer kürzer. Mhm. Sodass mit der neuen Therapie man jetzt wirklich plötzlich merkt, die letzte war 6 Monate und jetzt plötzlich 5 Jahre schon. Ja. Also es ist besser geworden, man muss aber weiter behandeln, weil man weiß, wenn man aufhört bei der Therapie, kommt die Krankheit wahrscheinlich wieder. Ja, aber vertragen Sie es gut? Vertragen ist so wie gut. Es gibt so 1-2 Nebenwirkungen oder kleinere Sachen. Ein Teil ist ja bereits da in den Vorspielern erwähnt worden. Aber grundsätzlich ist es gut. Ich würde sagen, der einzige Faktor, den es noch gibt, ist eine Müdigkeit, die ab und zu durchschlägt. Aber sonst als solches, muss ich sagen, habe ich eigentlich keine Nebenwirkungen. Mhm. Mit den genetischen Untersuchungen kann man sehr viel über den Verlauf sagen von dieser Krankheit. Wann macht man diese Untersuchungen aber? Genau, das ist so ein bisschen strittig. Also wenn jetzt jemand wie der Herr Pasch kommt und wo es ein Zufallsbefund ist,
dann muss man ja als erstes sich überlegen, muss ich das überhaupt behandeln jetzt in dem Stadium oder nicht? Und das ist dann ein schwieriges Gespräch. Die Faustregel sagt eigentlich, wenn es eine CLL ist, ohne Symptome, ohne Behandlung, dann muss man noch nicht zwingend die Genetik machen. Die Genetik hilft einem aber, etwas über die Prognose zu sagen. Bedeutet also, wenn der Arzt oder der Patient sagt, ja, jetzt möchte ich doch mal wissen, welche Prognose ich habe, dann muss man sie machen. Man muss sie definitiv vor Therapieeinleitung machen. So sind die Empfehlungen. Mhm. Aber nicht jeder will etwas wissen über Prognose. Hat Sie das interessiert? Ja, auf jeden Fall. Also, nachdem ich den Entscheid hatte, hat man sich natürlich dann auch mehr um die ganze Situation informiert. Weil also Blutkrebs, Leukämie, das sind so Begriffe, die umeinander schwirren. Oder? CLL kennt sowieso praktisch niemand, außer wenn es einen hat. Und mit dem definitiven Befund, den ich hatte, habe ich dann schon beschäftigt und auch informiert, was das bedeutet. Mhm. Aber es ist unterschiedlich. Es gibt auch Patienten, die nichts wissen über Prognosen. Das ist eigentlich auch okay. Ist so, genau. Das ist deswegen, ich versuche immer herauszufinden, wie weit wollen sie informiert werden. Und manche sagen dann, auch wissen Sie, wenn wir das jetzt erstmal beobachten, dann will ich es gar nicht wissen. Sage ich, okay. Mhm. Aber Sie müssen in gewissen Abständen zum Check kommen, damit auch, wenn es ein erster Kontakt ist, weiß man ja gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit entwickelt sich die Symptome oder auch die Blutwerte weiter. Mhm. Und dann versucht man halt, und meistens kriegt man ja eine Beziehung dann auch zu dem Patienten. Im weiteren Gespräch kommen dann doch schon mal Rückfragen. Yeah. Aber der Patient, finde ich, entscheidet, wie weit er informiert werden will. Genau. Und könnte man trotzdem so generell sagen, es ist eine schwierige Krankheit, eine nicht heilbare Krankheit, aber es ist gut behandelbar? Ich finde, das muss man dem Patienten so sagen. Die Schwierigkeit ist immer zu sagen, sie ist gut behandelbar, weil, und da kommt wieder die Genetik ins Spiel, wenn man eine ungünstige Genetik hat, dann kann es schon mal sein, dass die mittlere Lebenserwartung nur 2-3 Jahre sind. Und das ist dann schon, finde ich, eher eine schwerwiegende Erkrankung. Ja. Ja. Was würden Sie anderen Menschen sagen, die jetzt gerade vor dieser Diagnose, mit dieser Diagnose konfrontiert sind? Ja, als erstes Kopf hoch und sich genau darüber informieren, um das richtige Ort zu kommen, wo man richtig behandelt wird. Mhm. Da habe ich, glaube ich, vor allem das Letzte, habe ich halt sehr gute Betreuung. Das freut mich sehr. Und danke schon vielmals, Herr Basch, dass Sie bei uns sind. Und weiterhin alles Gute auch Ihnen, Herr Renner. Herzlichen Dank. Danke. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr wissen über das Erbgut, über Genetik in der Medizin und begrüße den Dr. Jeroen Chaudet. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, was der Unterschied ist zwischen Mutationen, die vererbbar sind, und die nicht vererbbar sind. Können Sie das hier noch mal erklären? Also bei den Krankheiten interessieren wir uns vor allem für die nicht vererbbaren Mutationen. Die sagen uns, wie die Krankheit sich wird verhalten, was für eine Therapie vielleicht sinnvoll ist. Das sind aber Mutationen, die man nur in den Krankenzellen findet. Also das kann man nicht weitergeben an die nächste Generation. Mhm. Ganz anders sind die familiären genetischen Veränderungen. Also das heisst nicht unbedingt, dass jemand vielleicht Krebs überkommt. Das sind Dispositionen, Anlagen. Das ist ein ganz anderes Feld. Ja, und dazu haben wir ein Bild von ganz etwas Bekanntem, die Trisomie eigentlich. Ja. Genau, also da sehen Sie Zytogenetik, da sehen Sie das ganze Erbgut, allen Chromosomen aufgeschlüsselt. Obendrauf ein Bild mit jemandem, der eine Trisomie 8 hat. Unten da sehen Sie, dass beim 5. Chromosom ein Stückchen fehlt. Das sind Veränderungen, die bei Krankheiten auftreten können. Also da schauen wir das ganze Erbgut an. Da haben wir wirklich den kompletten Überblick über alle Chromosomen. Und das ist ein zentrale Untersuchung bei ganz vielen Krebserkrankungen, besonders in der Hämatologie. Mhm. Jetzt suchen Sie nicht blind suchen im Erbgut, sondern ganz gezielt. Was heisst das? Genau, also da sehen Sie jetzt ein Beispiel von einer molekularen Diagnostik. Also das ist jetzt von Patienten mit einer sogenannten chronisch-myeloischen Leukämie, wo man eine ganz spezifische genetische Veränderung sucht und wo man nicht wie im Bild vorher das ganze Erbgut anschaut. Also man kann, das ist die Molekulargenetik. Bei der Zytogenetik, wo man alles anschaut, das kann man vielleicht vergleichen wie ein Satellit, der auf die Erde runterschaut, die Städte anschaut, Kontinent, aber nicht in die Häuser hineinschauen kann. Also da, bei der molekularen Diagnostik gehen wir ganz spezifisch her und finden etwas ganz Kleines, können eine Ja-Nein-Antwort geben, wissen aber nicht, wie die restlichen Chromosomen oder um bei dem Bild zu bleiben, wie die anderen Städte und Kontinente liegen. Mhm. Und das sind zwei Untersuchungen, die sich ergänzen, wo man bei vielen Krebserkrankungen, Bluterkrankungen wirklich im täglichen
im täglichen Betreuen brauchen. Mhm. Und für was denn genau? Wie hilft das? Wie helfen die Untersuchungen? Also in diesem Beispiel hilft das zuerst mal zum Diagnose überhaupt stellen. Und wenn man dann die Diagnose gestellt hat und eine Therapie startet, dann kann man messen, man kann es quantifizieren, dann kann man auch Therapie ansprechen, über das monitorisieren. Und wenn man ungenügend anspricht, kann man auch Therapie umstellen. Mhm. Also Prognose und Therapie ist das etwas ganz Zentrales. Und Voraussagen erkrankt, kann man das? Ja. Voraussagen, da sind wir dann wieder bei den vererbbaren Sachen, oder? Wo man dort Dispositionen in Familie anschauen kann, wo man Risiken anschauen kann. Aber da sind wir dann im Bereich der genetischen Beratung auch. Also das sind dann Leute, die im Moment keine Krebserkrankung haben, aber vielleicht ein erhöhtes Risiko, wo man dort Voraussagen kann treffen kann. Bei dem, was Sie jetzt hier sehen, das sind Leute, die spezifisch so eine Erkrankung haben und wo man wirklich die erworbenen genetischen Veränderungen messen und verfolgen. Mhm. Wenn wir jetzt Beispiel von vorher nehmen, CLL, der Blutkrebs, heisst das nicht automatisch, dass alle nachkommen Kinder sich untersuchen müssen? Nein, auf keinen Fall. Ja. Also, es ist so, dass es, die allermeisten Leute haben in der Familie dort keine Häufung und dort gibt es keinen Grund, die Angehörigen diesbezüglich zu untersuchen. Heute redet man immer von personalisierter Medizin. Ja. Was heisst denn das genau jetzt in diesem Zusammenhang? Also natürlich möchte man bei jeder Krebserkrankung erkennen, welche Therapie optimal ist. Und gewisse genetische Veränderungen können uns das sagen. Also, dass zum Beispiel bei dem CLL-Patient die und die Therapie wirkt und bei dem CLL-Patient nicht. Und wenn man so Marker hat, dann redet man von der personalisierten Medizin. Also, dass man wirklich sagen kann, innerhalb dieser Krankheit die Behandlung wirkt. Häufig fehlt das noch, aber da sind grosse Fortschritte gemacht worden. Also, dass man wirklich personalisiert die richtige Therapie auf den Patienten kann zuschneiden kann. Aber da gibt es immer noch sehr viel Fortschritt zu machen. Mhm. Aber hier könnte man sagen, dort ist die grösste Zukunft, das grösste Potenzial. Also, es gibt so viel, was man noch nicht wissen. Und man kratzt da immer noch ein bisschen an der Oberfläche. Und da kommt, bin überzeugt, da kommt noch sehr viel. Vor 10, 15 Jahren hat man nie gedacht, was wir jetzt schon alles sehen können. Und das wird weitergehen. Mhm. Und die personalisierte Medizin wird wichtiger werden. Das ist ganz klar. Dankeschön vielmals. Das war spannend. Merci. Danke, Frau Fürst. Und Sie merken, da gibt es noch ganz viele spannende Fragen rund um die Thematik. Darum lohnt sich ein Blick bei uns auf die Webseite oder auch zu diesem Interview in der Schweizer Familie. Bald ist Sommer- und Badezeit. Und um richtig vorbereitet zu sein, hat sich unser Redaktor, der Christian Franzoso, auf Pirsch gemacht, um verschiedene Fragen zu klären, die Sie auch dürften interessieren. Herr Rosemann, wir sind hier in der Bade Tiefenbrunnen in Zürich, jetzt noch leer. Sobald es wärmer wird, wird es noch mehr Badegäste haben. Apropos Baden, soll man eigentlich warten nach dem Essen, bis man ins Wasser geht, schwimmen? Ja, grundsätzlich hängt es sicherlich davon ab, wie üppig das Mahl war, das man zu sich genommen hat. Aber eigentlich ist die Empfehlung schon richtig, weil gerade nach einem üppigen Essen wandert relativ viel unseres Blutes in den Verdauungstrakt ab, eben für die Verdauung und steht dann der Muskulatur nicht zur Verfügung. Man kennt das auch als Müdigkeit, die man nach dem Essen gerne mal hat. Und das ist natürlich keine gute Kombination mit Schwimmen, mit Baden, mit sportlicher Aktivität generell. Was man auch sieht, besonders im Sommer bei den Jungen, da herrscht ein Trend von Ganzkörperenthaarung. Also, sie sind rasiert oder eben enthaart. Fördert das eigentlich den Haarwuchs, wenn man sich rasiert oder dann vielleicht epiliert? Dem Haar ist es relativ wurscht, ob es abgeschnitten wird oder nicht. Also es hat definitiv keinerlei Einfluss auf das Haarwachstum, ob man es abschneidet oder nicht. Subjektiv ist es natürlich schon so, wenn man sie frisch rasiert, wachsen die Stoppel relativ rasch nach. Und dieser Eindruck, dass schon wieder was da ist, fördert dann das Gefühl, es wird schneller wachsen. Das Problem, das die Beine betrifft, sind nächtliche Wadenkrämpfe. Hilft Magnesium tatsächlich etwas dagegen?
Ja, man muss ehrlich sagen, die wissenschaftlichen Studien, die es zu dem Thema gibt, zeigen eigentlich keine Wirkung von Magnesiumpräparaten auf diese nächtlichen Beinkrämpfe. Ich würde aber empfehlen, dass man einfach subjektiv das probieren kann und einfach schaut, ob es einem was nutzt. Und dagegen spricht sicher gar nichts. In einer Body passieren ja immer wieder kleinere Unfälle mit Schnittwunden und Schürfwunden, zum Beispiel auch hier auf so einer Wasserrutsche. Dann so Wunden eigentlich an der frischen Luft schneller heilen? Also grundsätzlich sollte man eigentlich jede frische Verletzung mit einem idealerweise sterilen Pflaster oder Verband abdecken, einfach um zu verhindern, dass Keime in die Wunde eindringen. Ungefähr nach einem Tag kann man bei kleinen Verletzungen dann sicherlich das Pflaster weglassen. Bei ausgedehnten, großen, feuchten Wunden ist es aber sinnvoll, dass man die dauerhaft feucht hält oder abgedeckt lässt. Ist eigentlich dunkle Schoki besser als helle Schoki, also für Gesundheit und auch für die Figur? Theoretisch ist die dunkle Schoki in der Tat etwas gesünder. Sie enthält ein bisschen mehr von den Substanzen, die gut für unser Gefäßsystem sind. Sie enthält ein bisschen weniger Zucker. Unterm Strich müsste man aber so viel von der Schoki essen, dass dann die negativen Effekte der Kalorien einfach überwiegen. Herr Rosemann, Jeanne Fürst bekommt immer viele E-Mails von den Zuschauern, wo sie darauf hingewiesen wird, dass mit überkreuzten Beinsitzen ganz, ganz schlecht sei, dass man dann Krampfodern bekommt. Stimmt das? Ja, es gibt grundsätzlich so die Empfehlung der Phlebologen, also der Venenspezialisten, dass man lieber die Els tun sollte, also laufen und liegen, anstatt stehen und sitzen. Man muss aber ehrlich sagen, zu 90% ist es Veranlagung. Also es spielt eigentlich keine Rolle, ob man die Beine überkreuzt oder nicht. Gut, Jeanne, du kannst also weiterhin mit überkreuzten Beinen moderieren. Das geht problemlos. Jetzt weiss ich also, ich kann mit gutem Gewissen Bein übereinander schlagen. Danke fürs Zuschauen, das war es für heute. Machen Sie es gut und ade miteinander. Haben Sie gewusst, dass man Zwangsstörungen gut behandeln kann? Zwangsstörungen sind nicht selten, nur viele trauen sich gar nicht darüber zu reden. Nächste Woche machen wir das aber. Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogi, mehr als Labormedizin.